So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind noch in der Gerudo-Wüste, aber haben hier soweit alles erledigt. Würde dennoch ganz gerne eine kleine Sache hier erledigen, bevor wir hier weggehen. Und ja, dafür wäre es halt ganz nice, wenn sie mich in Ruhe lassen würden. Weil hier gibt es noch eine kleine Oase. Ja, lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe. So, ich weiß, ich krieg gerade Schaden en masse. Nichtsdestotrotz. Könnt ihr mich hier treffen? Nein. Okay. Spiele ich hier einmal Zeldas Wiegenlied? Ich weiß nicht, ob das war. Okay. Anscheinend nicht. Denn man kann hier wieder Wasser reinkommen lassen, aber ich glaube, ich stehe auf dem falschen Ding. Ich bin mir gar nicht sicher. Nichtsdestotrotz werde ich mal kurz in den Wald gehen. Keine Angst, wir werden weitermachen mit der Story. Also A hoch, alles klar. Ist auch relativ einfach gegenüber den anderen Songs. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund. Wir werden uns jetzt demnächst in Richtung Ende bewegen. Und dafür hätte ich ganz gerne noch alle möglichen Feen dabei, weil es könnte echt hart werden. Ich habe das Spiel zwar schon mal durchgespielt und alles, aber dennoch muss man ja nicht übertreiben. Und ich verstehe immer noch nicht, warum die Typen noch hier sind. So, ich räume an dir vorbei, Kollege. Und hoffe. Sehr schön. Denn die Feenquelle ist natürlich, oder Feenbrunnen ist immer noch hier unten. So. Und dann können wir hier einmal unsere Feen auffüllen, denn wir haben keine mehr. Ich habe im letzten Bosskampf alle Feen verbraucht und dementsprechend brauchen wir wieder ein paar Feen. So. Punkt. So. So, ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht allzu viele verbrauchen. Also das letzte Mal hier war glaube ich, noch eine Fee übrig. So, drei Feen. Das soll es sein. Wir sind voll geheilt und können jetzt wieder ein paar Items da drauf tun. Also ich brauche auf jeden Fall die Ocarina, weil ich zur Zitadelle gleich muss. Fanghaken ist eigentlich auch nie eine schlechte Idee, genauso wie das Auge der Wahrheit. So. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Zitadelle der Zeit und treffen Zelda. Und dann werden wir mehr erfahren, wie wir vorgehen sollen. So, Kantate des Lichts zur Zitadelle der Zeit. Ja, bitte. Ich habe auf dich gewartet, Link. Oh, schick. Link, der Auserwählte. Du hast uns unzählige Gefahren überwunden und dich 6 Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe. Ein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So höre denn die Legende, die sich die Sheikah über das Triforce erzählen. Ein letztes Mal die Schöpfungsgeschichte. Suchst du das Triforce, so höre gut zu. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels, ein reines Herz, aber wandelt es in ein Paradies.
Das Triforce, Symbol der Macht, bringt das Gleichgewicht dreier Kräfte, Weisheit, Mut und Kraft. Sind diese Kräfte ausgeglichen im Herzen des Triforce-Trägers, hat er die Macht, gerecht zu herrschen. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine drei Fragmente. Nur ein Fragment bleibt ihm, jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an die er selbst am meisten glaubt. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Noch zwei vom Schicksal Erwählte tragen je ein Triforce-Element als Symbol auf ihrem Handrücken. Sieben Jahre zuvor drang Ganondorf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Als das Triforce in drei Teile zerbrach, gelang es Ganondorf lediglich, das Triforce-Fragment der Kraft zu erringen. Durch die Macht des Triforce-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt, doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Daher sucht er nun die, die auserwählt wurden, Träger der anderen Triforce-Elemente zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Link. Das Symbol der Weisheit trägt der siebte Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Ich bin es, Zelda, Prinzessin von Hyrule. Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe, doch es war nötig, da ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Heute, vor genau sieben Jahren, suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerin Hyrule heim. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert sieben Jahre im Heiligen Reich. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit. Das Triforce fiel in Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ganondorf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. In all den Jahren gelang es mir, mich als Chica zu tarnen und so meinem Schicksal zu entgehen. Ich wartete sieben Jahre. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt.
Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ein Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Die sechs Weisen werden neue Siege schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm all Böse für alle Zeit aus Hyrule verschwinden. Link, um dies Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen, bis der Plan vollbracht ist. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Die Lichtpfeile platziere sie auf C, um sie zu verschießen. Das Licht des Guten zerstört Böses. Tja. Aber in einer Welt, die aus Dunkelheit besteht, bleibt es nicht unversühnt oder nicht unbemerkt, wenn Licht in diese Welt kommt. Dieses Beben. Was geschieht hier? Das darf nicht sein. Zelda ist ein Rubin geworden. Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforce-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und dem Triforce der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen drei Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Als ob wir uns das gefallen lassen würden. Ab zum Schloss. So, ich mache jetzt keinen Schnitt rein. Aber wir haben jetzt die Lichtpfeile. Ich kann es dann eben nochmal zeigen. Und zwar hier unten. Das Einzige, was uns an den Items fehlt, ist halt die vierte Flasche. Und die Eispfeile. Aber die Eispfeile sind wirklich nicht wichtig. Wir haben alles. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben 19 Herzen. Wir haben die erweiterte Magieleiste. Es gibt noch eine Sache, die ich vorher mache. Aber das haue ich alles noch in diese Folge. Keine Angst. Da das hier ein Story-Part wird, war mir durchaus bewusst. Ja, so sieht jetzt Schloss Hyrule jetzt aus. Stimmt, ich war im Let's Play noch gar nicht hier. Ganons Schloss. Okay, ich weiß nicht, ob es schon möglich ist. Oder ob ich im Schloss noch was bekomme. Ich probiere es einfach mal. Hier ist noch eine Skulptur. Wir haben ja die Krafthandschuhe. Okay. Stimmt, irgendwas mit Lesen. Okay, ich kann hier noch nichts machen. Das heißt, wir werden das später machen. Wir werden jetzt den Weg zum Schloss ebnen.
Weil jetzt kommt eigentlich erst raus. Also hier ist noch eine Skatulla irgendwo. Da an der Wand. Das kann man mal eben holen. Aber wie gesagt, wir brauchen sie nicht mehr. Wir haben die 50 Skatullas, die wir haben wollten. Und ja. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt insgesamt. 55, also ist doch eine relativ knappe Sache geworden. So, ja, steck das bitte weg, danke. Und jetzt gehen wir hier hin. Genau, hier drüben hin. Link, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Die sechs Weisen sammeln ihre Kraft, um eine Brücke zum Portal von Ganondorfs Schloss zu legen. Der Wachturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von sechs Siegeln des Bösen blockiert. Brichst du die Siegel, dringe in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Ich finde das cool mit der Regenbogenbrücke. Ich finde nur, wie sie auftaucht, ein bisschen merkwürdig. So. Wir sehen, wir können jetzt hier ins Schloss reingehen. Werde ich aber in dieser Folge noch nicht machen. Das werden wir dann ab der nächsten Folge machen. Und ihr seht, es geht aufs Ende zu. Es ist nicht mehr viel. Es gibt noch ein bisschen was im Schloss zu tun. Aber dann geht's Ganondorf an den Kragen. Und das heißt, das Let's Play geht nicht mehr lange, aber ich freue mich, dass es auch langsam zu Ende geht. Deswegen, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder, wenn wir diese Brücke passieren und die letzten kleinen Sachen erledigen, um Ganondorf den Gar auszumachen und Prinzessin Zelda zu retten. Also, macht's gut und bis zur nächsten Folge.